tausendjährige Eiche. Ja, ich bin wieder unterwegs. Und zwar geht es heute nach Weimar auf den Zwiebelmarkt. Muss man sich mal angucken. Im Moment bin ich gerade in Niederroßlau und es geht wieder entlang der Ilm, auf dem Ilmradweg nach Weimar. Schöne Strecke, denke ich mal. Bei super Wetter und es ist ganz schön frisch heute Morgen. Ja, aber naja, ist halt Herbst, Oktober und da gehört das dazu. Ja, es soll auf jeden Fall, soll den ganzen Tag Sonne scheinen, alles wird gut. Ja, es sind wirklich schöne Wege hier. Macht richtig Spaß. Und dann noch im Herbst, die ganzen Wege liegen voll Eicheln. Es knallt und knirscht und knistert unterm Rad. Morgen. Ja. Und die Sonne lacht all. Wenn es auch ein bisschen kalt ist an den Finger. Ich hätte mir aber Handschuhe mitnehmen sollen. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt geht es ja erstmal flott bergab. Morgen. Ja, und jetzt geht es hier rein nach Oberroßlau. Genau. Ich fürchte mal, jetzt kommt gleich wieder Bordstein. Naja, weißt du, was ich meine. Ah ne, jetzt geht es hier schön unsere Brücke durch. Da muss man wieder schalten. Das Näschen läuft auch. Naja. Zum Glück habe ich einen Sportmodus. Braucht es ja auch. Ansonsten wird man hier vom Radfahrer zum Wanderer. Also ich müsste definitiv hier hochschieben. Sagen, ich mache es mal ein paar Kilometer. Weiter geht's. Ja, ich musste mich umziehen. Zwei Regenjacken übereinander, die schützen vor Kälte nicht, aber bringen einen unheimlichen Schwitzen. Deswegen jetzt einmal Jacke tauschen. Ja, und jetzt geht's weiter. Weiter geht's. Ja, jetzt ist er. Da ist er. Der Park, schön, ist ja, viel kleiner, aber nichtsdestotrotz auch wunderschön, also im Vergleich zum Belvederer Park hier in Weimar. Ne? Ja. Hier nehmen wir jetzt schon die Ilm. Das ist der Park. Ja. Da kommen dann noch ein paar schöne Ecken. Da fahren wir jetzt durch. Ja, was hier ist natürlich super Verkehr. Das soll es auch anders sein. Bei dem schönen Wetter, Sonntagvormittag, wenn der nicht mal im Park geht, der ist selber mal schön. Jetzt fahren wir zurück.
auf der anderen Ölseite. Und da gibt es schöne Bänke, die in der Sonne stehen. Und doch mal erstmal Päuschen. Schön die Zunge reinnehmen. Wenn ein Schlagloch kommt, macht's Ding. Es geht furchtbar, aber an der Zunge. Ja. So. Da kommt die Bank. Hallo. Die letzte Bank. Oder ich fahre jetzt einfach mal hier hoch. Hier oben gibt es einen Kaffee. Vielleicht kann man da ja nicht. Ja, vielleicht noch cooler. Ah, das mache ich mal. So, dann ist jetzt erstmal schalten, schalten, schalten. Ich glaube, das war's. Genau. Also, das war's in Tiefurt. Lecker Frühstück. War wirklich gut. War allerdings auch teuer. Ja, umgerechnet 25 Mark. Na, einmal im Monat geht das. Naja, was soll's. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's weiter nach Weimar. Zum Zwiebelmarkt. Bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ein großer. Hallo. Gerade noch mal gut gegangen. Dankeschön. So, Winkling. Ach ja, so schön, der Herbst ist da. Und ja, naja, jetzt geht's erstmal los. Jetzt geht's los. Weiter geht's. Ja, das war jetzt gerade das Eisenbahnviadukt hier bei Weimar. Und dann wird da wohl dieses Betonbollwerk, kann es nicht anders bezeichnen, stand. Da wird ein unterirdischer Regenwasserspeicher gebaut. Genau. Direkt neben der Ilm. Ja. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung.
egal, aber das Bollwerk, das ist schon heftig. Ob das so, ob das so sein muss, also so gewaltig, Radfahrer dazu zu bewegen, ein bisschen langsamer zu fahren, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist so. Ne? Naja, ich würde mal sagen, in Richtung Zwiebelmarkt, weiter geht's. Egal, wer wo sie kann. Lecker Tässchen Kaffee an der Ulm. Na, was kannst du denn Schöneres geben? Ja, da rennt er rum, der Depp, und spricht mit sich selbst. Ich habe aber vergessen, aufs Aufnahmeknöpfchen zu drücken. Als ich da so frei und fröhlich in die Kamera gesprochen habe, oder was hätte zu hören sein sollen, war der Grund, warum ich da nicht noch mehr oder überhaupt Aufnahmen vom Zwiebelmarkt hatte. Tja, der Zwiebelmarkt, Supermarkt, super Wetter, ganz viel los. Wahrscheinlich Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Menschen. Leider nicht mit dem Fahrrad erkundbar. Selbst wenn man es durchschieben wollte, würde man nicht durchkommen. Man muss also das Fahrrad irgendwo in irgendeiner Ecke an irgendeinem Pfahl anbinden, ja, und dann seinem Schicksal überlassen. Und das wollte ich nicht, ne? So ein atomstromgetriebenes Fahrrad mit einem ziemlich vollen Brennstab da irgendwo stehen zu lassen, unverantwortlich, ne? Es hätte danach auch weg sein können. Deshalb bin ich zurückgefahren, habe mir an der Ilm ein schönes Plätzchen gesucht und habe mir dort ein Käffchen gekocht und das Käffchen noch getrunken. Und dann bin ich ganz gemütlich weitergeradelt in Richtung Ausgangspunkt, in Richtung Apolda. War sehr schön, die Tour. Klar, ich kenne den Zwiebelmarkt von früher. Ich bin da oft genug drüber gelaufen und habe mich gefreut und habe Glühwein getrunken und Bratwurst gegessen und 1000 Leute getroffen und alles war schön. Und jetzt war halt einfach mal der Versuch, ja, oder ich brauchte ein Ziel und das war halt der Zwiebelmarkt. Und genau das habe ich an der Ilm unter diesem Baum bei dem wunderschönen Wetter in die Kamera gesprochen. Allerdings war die Kamera nicht eingeschaltet. Tja, okay, weiter geht's. So, jetzt noch spannend. Bergauf. Geschafft. So, bin bei Kilometer 35 des heutigen Tages. Also es werden wieder nicht überragend viele. Ich denke mal 50 Kilometer, das war's. Egal, für einen Sonntag ist das okay. Jetzt war ich gerade an der Dehnstädter Mühle und wollte noch ein Tässchen Kaffee trinken, weil das sind ja so, sonntags ist ja so Kaffeetour, ne? Würde ich mal so sagen. Aber naja, es ist jetzt 14:15 und
Kaffee gibt es leider erst ab um 2. Macht aber nichts, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, hier noch eine Dreiviertelstunde irgendwie rumzulungern für einen Kaffee. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwo anders noch ein Käffchen finde. Hallo? Ja, so ist das. Weiter geht's. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass es mit so einem E-Bike faktisch keine Berge mehr gibt. Das hier ist zum Beispiel wieder einer, an dessen Ende ich mit einem normalen Fahrrad 100%ig schieben würde. Und hier, geht einfach hoch. Ne? Da bin ich jetzt noch nicht mal auf Turbo oder so. Wahnsinn. Ja, da kannst du schon echt ein paar Höhenmeter machen, ohne Angst haben zu müssen, dass du die Hälfte der Strecke schiebst. Geil. Weiter geht's. Schalten, 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 schalten. Ja. Hier ist die Kirche von Osmanstedt. Auch immer schön. Ist auch immer so ein, ja, so ein Stück Heimat, ne? Genau, alt, ehrwürdiges Gemäuer. Von Nordseite. Ne, das war ein Scherz, ich weiß nicht, ob das Nordseite ist, aber da kann man machen. Ja, Osmanstedt. So ist das. Sonne im Rücken. Luxer Radweg. Ja, da ist es. Das Goldstück. Ja, ich bin wieder zurück in Apolda. Von Weimar. Vom Zwiebelmarkt, den ich zwar gesehen, aber nicht besucht habe. Macht nichts. Es ging ja vor allem um die Strecke. Und die habe ich gemacht, sind jetzt irgendwo 46,5 Kilometer. Oh, und bis ich dann endgültig wieder zurück bin, da werden es wohl so 50 Kilometer sein. Ist okay. Ist jetzt nicht das ganz große Ding, aber mir reicht das. Ja, jetzt gibt es noch ein kleines Päuschen hier in diesem kleinen, aber wunderschönen Stadtpark Apolda. Und ja, dann geht's nach Hause. Käffchen trinken, duschen und nichts weiter. Sonntagnachmittag. Sollte man genießen. Tschüss.